Wir alle lieben dieses Spiel, vor allen Dingen wegen Woohoo Island. Diese Insel ist einfach wunderschön, ästhetisch, beruhigend und man will einfach dort leben, sind wir ehrlich miteinander. Und genau deswegen war ich als Kind so traurig darüber, dass man diese Insel nicht begehen kann. Ja, man kann auf einen ausgewählten Weg joggen, wow. Nein, das hat mir alles nie gereicht. Und da kommt Go Vacations ins Spiel. Ich habe die Verpackung verloren. Dieses kleine Schmuckspiel ist nicht viel, aber es hat eine Sache und das ist eine begehbare Insel. 4 Stück sogar. Und auch der Vibe dort ist immaculate. Man kann sogar mit den Mies spielen. Doch jetzt stellt sich natürlich eine Frage. Es ist begehbar, aber ist es denn auch besser als Woohoo Island? Genau das versuchen wir heute herauszufinden. Wir werden alle 4 Inseln betreten, ein paar Minispiele machen und herausfinden, ob es das bessere Woohoo Island ist. Let's go! Wir sind nicht allein, liebe Freunde. Wir werden das nicht alleine begehen. Noch mit dabei sind nämlich natürlich wir selber, aber auch unser Hund. Klöff! Auch Klöff ist mit am Start, Alter. Aber nicht nur Klöff ist dabei. Pedobär! Nach Tomodachi Life habe ich mir gedacht, komm, wir sind ja quasi vielleicht auf dem Weg, Freunde zu werden. Ich nehme ihn mit auf die Insel. Und natürlich noch mit dabei ist Toygun, der einzig wahre. Ihr kennt ihn aus Wii Sports Boxen, mein Trainer. Aber nun noch der letzte. Es ist ein E-Girl. Jetzt, wo die ganze Gang am Start ist, gehen wir rein. Wir haben, wie gesagt, 4 Resorts. Wir werden jedem von ihnen etwas Aufmerksamkeit schenken, um am Ende herauszufinden, ob alle gemeinsam auf der ganzen Insel besser sind als Woohoo Island. Angefangen mit Seeresort. Oh shit, die Frohbucht. Alter, guck mal, wie schön das aussieht. Der Sonnenscheinstrand. Damn. Oh, what the fuck? Yeah! Oh yeah, guckt euch an. Wo ist das E-Girl hin? Ach da. Damn! Hey Bro, was geht? Wie ist es mit mir zusammen im Urlaub zu sein, Pedobär? Hä? Sag doch mal was. Als erstes möchte ich mir die Leute hier auschecken. Was geht bei den ganzen Leuten ab? Hä, was ist mit ihm los? Warum hat er ein Hundesymbol über dem Kopf? Und warum kann ich nicht bremsen, Digga? Ich kann diese Steuerung überhaupt nicht. Wie bremst man? Ah, mit B. Hallo. Hey, amüsierst du dich im Resort? Das ist eine Dance-Hoops. Wusstest du, dass ein Hund mit seinem Schwanz für Gleichgewicht sorgt? Diesen Typen werden wir ab jetzt eiskalt ignorieren. Ich möchte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Essen? Man kann essen in diesem Spiel. Ah! Yo! Guck mal, wie wholesome das ist. Dieses ganze Spiel ist einfach wholesome, wie man mit seinen Homies jetzt chillen kann. E-Girl, Pedobär, Teugel und ich. Nur Klöff bekommt nichts. Der arme Klöff sitzt da und denkt sich so, bitte. Ich will auch zu essen, bitte. Ich will zu essen. Yo, das ist eine Rampe. Ich glaube, wir müssen den Sprung schaffen. Okay, Diddy, das Diddy, wie könnt ihr jetzt sterben? Woo! Sogar echt gepackt. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich ist. Ah, Jetboot. Okay, wisst ihr was? Wir probieren es mal. Erreicht die Ziele. Ich weiß nicht, wie man fährt. Ich weiß nicht, wie man fährt. Ich weiß nicht, wie man fährt. Ach so, falscher Knopf. Okay. Jetzt. Scheiße, weg, voll zurück, weil ich nicht wusste, wie man schwimmt. Egal, weg mit euch, ihr scheiß Bitches. Fuck, ich muss ihn ausschalten. Ich muss ihn umbringen. Ha, aber ich weiß nicht, ob wir den ersten Platz noch holen. Und jetzt Kurve wieder. Oh, wie ein 1. Yo, Digga. Oh mein Gott, es steuert sich echt gut. Es macht auch echt Spaß. Es steuert sich richtig gut, Digga. Holy shit. Noch ein kleiner Stunt für die Gang. Oh, Digga, boom, da, boom, Digga, boom, da. Oh, Alter. Man kann ja wirklich Stunts machen. Das hab ich... Oh, fuck. Boah, kann ich es noch schaffen? Ich glaube nicht, oder? Zumindest zweiter, komm. Ha, wobei? Wobei, die Hoffnung stirbt zuletzt, Freunde. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Trotz komplett fail, komm. Trotz komplett fail. Oh, let's go. Ist so knapp. Ja, let's go. Yasha. Ey, ah, ey, ah. Fallschirmspringen, let's go! Der Voice Crack gerade. Bungee! Ups, hab ich dich erschreckt? Aber was soll man sonst beim Bungee Springen sagen? Verstehst du? Also zusammen. Bungee! Aber wie geht das überhaupt? Wie bremst man überhaupt? Ich kenne nicht die Knöpfe. Ich kenne nicht die Steuerung. Mit A? Vielleicht mit B? Mit A? Mit Schütteln? Ich habe einfach alles gedrückt. Ja, das sind ja auch meine ganzen Freunde. Die habe ich fast komplett vergessen. Haut rein, Leute. So, ich glaube, wir mussten hier hoch, um zum Wasserfall zu gelangen. Aber wie kommt man jetzt... Ah, wir sind falsch. Das Quad-Minispiel. Okay, komm, das Quad-Minispiel müssen wir eigentlich auch noch schnell machen. Was geht, Olle? Wie steht's? Bist du bereit für Quad-Tricks? Na los, versuch es. Leg einfach los. Es gibt nicht beeindruckender als Leute, die Tricks zeigen. So, machen wir mal ein paar coole Tricks. Tricks, wie sie nur im Buche stehen. Ich mach die ganze dasselbe. Mach mal andere Tricks. Ich drück alles. Wow. Das war das beste Minispiel aller Zeiten. 10 von 10. Okay, bevor wir in den Wasserfall gehen. Yo! Guck, sowas liebe ich. Ich liebe Open Worlds, die so Kleinigkeiten wie das hier verstecken. Das sieht so cool aus, Alter. Oh, da ist auch eine Treasure Chest. Und so ein Jumpman Run Rätsel. Easy peasy lemon squeezy. Let's go! Fick dich, Leguan! Ah, verarscht! Ich bin ein Gott! Nein, er hält mich fest! Nein, er ist zu mächtig! Der Lemur ist zu heftig! Der heilige Lemur hält mich fest! Nein! Wir müssen jetzt den Weg zum Wasserfall echt laufen.
Oh, da ist er ja endlich. Wir haben es geschafft. Nach einem 30 Jahre langen Weg sind wir endlich an unserem Ziel angekommen. Wir quatschen mit dem Bruder. Wir gucken mal, was er von uns will. Juhu! Das ist also Mystikwald. Hier riecht es nach Scheiße. Ah, vielleicht hast du dir die Hose gemacht. Das war schon mal eine sehr geile Insel. Um das Ganze hier kompakt zu halten, geht's jetzt direkt weiter zur nächsten. Lavacanza Kawawi Gedenkpark. Kawawi, das erinnert mich immer an Spider-Man in der Kawaii-Welt. Alter, da ist wieder die Gang, Junge. Yo, und da ist direkt Fallschirmspringen. Okay, wir machen direkt Fallschirmspringen. Alter, 307 Meter hoch, Digga, es ist so hoch. Jetzt schaffen wir es. Jetzt dürfen wir nicht verkacken. Beim letzten Mal sind wir in Wasser aufgeprallt. Das kann man überleben. Wenn wir hier verkacken, sind wir tot. Ich glaube, es ist überhaupt nach oben schwingen. Ich weiß es gar nicht. Come on. Come on. Scheiße. Diddy ist wirklich jetzt gestorben. Na, E-Girl, bist du beeindruckt von mir? Dann check den aus. Juhu. Oha, sogar den Jump geschafft. Okay, und abgefallen, aber das hat das Eagle hoffentlich nicht gesehen. Können wir vielleicht auch da hoch? Wartet mal. Yo! Okay, das ist wild. Yo! Das ist halt auch so geil. Guckt euch das an, Alter. Es ist so cool. Alles an diesem Spiel ist so cool. Diese Open World ist so cool, Digga. Jetzt pass auf, der Mega-Jump. Ich sprung drauf. Er hat sich alles gebrochen und ist gestorben. Was ich auch hier dran geil finde, ist, dass einfach bei dieser Open World es auch noch diese ganzen Skateboards gibt oder Quads. So ist es nicht nur einfach eine Open World. Es gibt noch so viele Möglichkeiten, sie zu traversen. Einfach genial. Aber wir lassen es mal so stehen. Ah! Digga, was war mit ihm los? Habt ihr das gesehen? Dieser Typ ist fast in mich reingefahren. Was zum Teufel? Aber ja, hier ist es, hier ist es. Wenn, ich schwöre, ich habe damals 2018, als ich das letzte Mal gespielt habe, habe ich hier für 2 Stunden gebraucht. Wenn wir das jetzt fürs Try schaffen, dann sind wir die Kings der Kings. Schaut mir zu, Leute, jetzt geht's ab. Okay, komm schon, wir schaffen das, wir schaffen das. Digga, ist das laut. Come on. Und zack. Oh, nein, 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 nein. Ja! Wir haben es geschafft. Jesus Christ. Okay, das wird schwer, das wird schwer. Man braucht Konzentration. Vor allen Dingen hier jetzt. Und wieder geschafft, und wieder geschafft. Wir schaffen das First Try. First Try, First Try. Ha, wo bin ich? Was passiert hier? Hä, ich glaube, wir haben... War es das schon? First Try, Motherfucker. Hä, das war gar nicht so schwer, wie ich es in Erinnerung hatte. Oh, wartet mal. Was ist das? Endlich ein Minigame gefunden. Zeit für Tricks. Oh, yeah. Ah. Oh, oh, und jetzt in der Luft, in der Luft. Und nach wie vor, die Minigames sind nicht so geil wie bei Wii Sports Resort. Es gibt dafür aber auch wirklich 30 Milliarden Minigames insgesamt, auch wenn ich nicht ein einziges finde. Und auch das Stadtresort ist sehr geil, weil das Stadtresort hat so richtig diese Jump-and-Run-Elemente. Okay, eine letzte Sache noch müssen wir machen. Und zwar chillig mit dem Tram fahren mit den Boys. Das ist chillig. Digga, ist da langsam. Yo, und wie schön dieser... Digga, ist so ein geiler Vibe. Wie schön dieses Feuerwerk im Hintergrund auch ist. Einfach geil. Und jetzt geht's zu den Minispielen. Da sind wir. Okay, so, ne? Hä? Wie war das? War das gut? War das gut? Okay, volle Power, jetzt hab ich's, diesmal hab ich's. Yeet! Oh, shit! Okay, das war perfekt. Das war ein Dragon Ball. Oh mein Gott! Nächstes Spiel, nächstes Spiel. Ey, wie geil, das ist einfach Matrix. Jetzt pass auf. Okay, jetzt werfen sie langsam alle. Oh mein Gott, jetzt werfen sie langsam alle. Ist ein nice Minigame, aber sehr einfach. Also, wenn man hier nicht komplett scheiße ist. Okay, scheiß auf Torten werfen. Jetzt geht's wirklich zum nächsten Resort. Alter, sieht das krass aus. Ohne Witz, das sieht auch so geil aus, dieses Bergresort. Wow! Guck, das meine ich. Diese Autos, Digga. Oh mein Gott, das waren die schnellsten. Dieses Resort ist, glaube ich, mein Lieblingsresort irgendwie. Let's go! Und dann hier immer lang gefahren beim Cousin und Fang gespielt. Oh mein Gott, war es geil. Und das Goal war immer, ich zeige euch das jetzt, war einen Zug zu finden, mit dem Auto gegen den Zug zu fahren und dann auf den Zug drauf zu springen. Zug, wo bist du? Da ist er! Der Zug! Komm her, Zug! Wir müssen zum Zug! Warum fährt er auch vor uns weg und nicht zu uns hin? Oh, wie gerne ich jetzt an diesem Stand snacken würde. Egal. Erst der Zug, erst das Wichtigste. Okay, da ist er. Jetzt müssen wir irgendwie vorhin gelangen, ohne zu sterben und zu explodieren. Okay, wir sind vor ihm. Wir sind vor ihm, Freunde. Ich glaube, wir haben genug Abstand, aber wir müssen schnell sein. Wir müssen dann ganz schnell aussteigen. Bremse. Und jetzt raus. Raus. Raus, Diddy, raus. Und drauf. Nein, wo ist der Zug? Da ist er. Nein, was macht die? Vollidioten. Täugung. E-Girl. Nicht mein Pedobär war so arschig. Oh. Let's go, Digga. Es gibt ja auch irgendwo ein Schiff, wo man drauf kann. Generell, hier mit dem Auto lang fahren macht richtig Spaß. Aber wo ist hier? Da, da ist was. Wow, Stunt, Alter. Das Pferderennen oder so. Hallo. Hallo, hopp. Jetzt geht's ab. Und trotzdem sind die anderen vor mir. Mein Pferd ist trotzdem das Langsamste. What the hell? Let's go. Wir müssen Erster werden. Wir überholen sie alle mit unseren gottesgleichen Kurven. Geh weg da, Olle. Jetzt holen wir es uns. Jetzt holen wir uns. Mit Abstand sogar sind wir Erster, Freunde. Stark. Easy, easy. Ich wusste es von Anfang
an. Yo, wartet. Tennis? Tennis war mein Lieblingsspiel bei Wii Sports damals. Alright. Das habe ich damals so... Ey, das ist einfach... Das erinnert mich sehr stark an Sega-Tennis oder wie die Scheiße hieß. Was damals auch die Wii gab, wo man mit Sonic-Charakteren spielen konnte. Bruh! Aber dieses Spiel hat auch richtig viel Charme. Also, diese Dinger hier sehen nicht so geil aus wie die Wiis, aber viel lebhafter und cooler als die Cheese von Switch Sports, Digga. Also, wir haben noch nicht alles vom Bergresort gesehen, aber es ist schon ein harter Contender für Wuhu Island. Spiel! Und jetzt geht's zum Schloss. Es gibt eine Möglichkeit, bevor wir zum Schloss gehen, es gibt eine Möglichkeit, von ganz oben den Wasserfall runter zu schwimmen. Kanu? Kinder brauchen Kanu. Oh shit, Digga. Es ist ein bisschen langsamer als eine Rinnerratte. Wobei, boah, man kann auch alles sehen. Wow! Ich würde das so gerne mal in Real Life machen. Alle wollen mich racen, die sind alle schneller als ich. Geht mal weg, Alter. Ich bin der Erste, ich bin der Schnellste. Guck, ich bin sogar schneller als die Kanufahrer. Let's go! Nice, Alter. Okay. Ich glaube, wir holen das. Was? Toygun? Wann kommen die mal vor mich, Alter? Toygun? Geh mal weg, Junge. It's my turn. Oh mein Gott, ist der hoch! Fast den Kopf geschossen. Toygun schon wieder, Digga. Ich schwöre, Toygun schafft es echt gleich noch mich zu besiegen. Wo geht's noch? Digga, guck mal auf die Karte unten links. Den ganzen Weg werden wir nicht schwimmen. So, das hier ist dieses Schloss und hier gab es auch eine geile Jump-and-Run-Passage. Und zwar genau dort. Da habe ich auch früher sehr gestruggelt. Aber ich glaube, wir schaffen das hier auch First Try. Yeet! Und dann kommt man nach ganz oben. Und ich glaube, da ist auch irgendwo eine Secret-Tour. Ich glaube, man konnte nach ganz oben auf das Schloss gelangen. Als Kind habe ich da echt mehr gestruggelt. Oder als meinetwegen Jugendliche. So, schönes Schloss. Beziehungsweise das Letzte, was wir jetzt noch machen müssen, bevor wir uns die anderen Minispiele angucken, ob es noch irgendwas Nice ist, da hinten zu diesem Schiff kommen. Nein! Hä? Bin ich falsch? Ich bin voll falsch, oder? Ich bin voll falsch! Nein! Oh, es wird doch zeitlich eng. Nein! Wie sollen wir noch rechtzeitig. War da gerade ein Unterwassermonster? Oh, ihr seht das doch auch! Da ist Nessie! Da ist ein Unterwassermonster! Da ist abgetaucht! Okay, jetzt schnell zum Schiff. Ich hoffe, es tötet mich nicht. Ich habe so Angst. Ja, gut. Ich meine, schaut mal, das Schiff. Ich sehe es nicht mal. Da hinten ist das Schiff erst. Wir müssten ja jetzt warten, um auf das Schiff... Ey, Peter, was soll die Scheiße? Wir müssten ja jetzt warten, um auf das Schiff zu kommen. Lass doch lieber einfach direkt mal ins andere Resort gehen. Yo! Oh mein Gott, es schneit so hart. Das ist das, was ich mir bei Switch Sports vorgestellt habe. Real Talk. Boah, diese Lichter da hinten. Sieht so geil aus. So pretty. Und hier ist auch direkt ein Minispiel. Ist das Fechten? Schneeschlachten. Ja, genau. Schneeschlachten, nicht Schneekunstwerfen. Was laber ich? So, da wären wir. Im Battle Royale, das bessere Fortnite. Komm her, Bilber. Wie wirft man? Ich hab ihn abgetroffen, glaube ich. Nee, hab ich nicht. Ich hab das E-Girl abgetroffen. Aber vielleicht steht sie darauf. Vielleicht steht sie auf Dominanz. Hier, E-Girl. Nein, Bilber hat meine Strategie übernommen. Bilber stirbt. Oh yeah. Ah, satisfying. Hä, warum ist Bilber ein fucking Schneemann geworden? Was ist hier los? Hä, what the fuck? Toygun, lass. Du bist ein Kumpel, Toygun. Ich liebe dich, aber das E-Girl gehört mir. Toygun stirbt. Oh, der Longshot. Rasiert, liebe Freunde. Wir könnten auch diese Skireifen-Minispiel machen, aber wir haben in der Open World ein viel geileres Skireifen-Minispiel. Let's go! Digga, oh mein Gott, das in Real Life machen. Ah, wäre viel zu gefährlich. Oh mein Gott, wir sind so schnell! Digga, wie schnell sich die spinnt? What the fuck? Holy shit, Mann. Okay. Oh, shit. Ah! Aua! Mann, was mache ich denn? Ich sterbe. Salto! Wow! Einfach wirklich rückwärts Salto. Aua! Ja? Ja, das sieht nach Höhleneingang aus. Das sieht nach Höhleneingang aus, liebe Freunde. Sind wir drin? Ja, da sind wir. Oh mein Gott, diese geile Höhle. Boah, wie pretty. Wie lange ich damals nach dieser Höhle gesucht habe, als ich jünger war. Guckt euch das an. Es ist so satisfying. Yo, es gibt auch noch Pilze. Das habe ich komplett vergessen. Und jetzt sind wir auch noch bei einem aktiven Vulkan, Digga. Dieses Spiel hat alles. Bungee-Jumpen in einem Vulkan. Alles davor hat man irgendwie überleben können. Aber das ist jetzt wirklich das Finale. Wenn ich hier nicht beim ersten Versuch es schaffe, dann ist Diddy wirklich tot. Und das Video instant vorbei, ohne Conclusion. Das große Finale. Werden wir es schaffen? Werden wir es überleben? Ich will ein Fazit geben. Okay. Ich hatte ein bisschen Angst und es war nicht das Ziel, aber wir haben es überlebt. Jetzt müssen wir nur noch aus dem aktiven Vulkan rauskommen, ohne zu sterben. Raus hier! Mit all meinen Freunden im Nacken. Let's go! Da sind sie, wo sind die? Cliff! Spring, Cliff! Spring! Ja! Du nicht, Cliff! Ja! Nein! Cliff! Nein! Cliff! Ja. Oh, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, wir haben Cliff auf dem Weg verloren, aber er lebt noch. Zwei von meinen Freunden sind gestorben. Der andere ist auch gestorben. Nein! Cliff auch. Es war knapp, aber wir finden uns wieder im Himmel. Und der Himmel ist... John C. Oh, und da sind wir. Wir gehen jetzt ins Haus. Oh yeah, das habe ich mir immer gewünscht. Es ist so geil hier wirklich. Das ist es einfach.
Wunderschön. Ist es besser als Wuhu Island? Ich muss ehrlich sagen, objektiv gesprochen, ist Kawaii Island, wie das heißt, besser. Viel größer, viel mehr zu machen, begehbar, geil. Aber Wuhu Island hat so einen nostalgischen Spot in meinem Herzen und nach wie vor wünsche ich mir nichts mehr als ein begehbares Wuhu Island zu haben. Und deswegen sage ich objektiv ja, Kawaii Island ist das bessere Wuhu Island. Aber in meinem Herzen wird Wuhu Island immer obsiegen. Peace out.